Jetzt ziehen mich schon irgendwelche Security-Leute aus dem Auto hier. Egal. Pizza Mortale. Lance in einem neuen Auto? I got us some cannons in the trunk. Holy shit. Where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. Nett. You like? Bin begeistert. Yeah, I like. Die gute alte M4. Ja, damit kann man doch schon was anfangen. Diaz. Natürlich sieht Diaz das und wehrt sich. Wundervoll. Ach, ach, ach. Na dann, Freunde. Ich will aber nicht durch den Irrgarten gehen. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. So, da hätten wir die schon mal weg. Schön Muni sammeln. Man weiß nie, wo man es mal brauchen könnte. Oder wo man sie mal verlieren könnte. Lieber gehabt und verloren als nie besessen, oder? Hallo? Mit wem prügelt Lance sich da eigentlich rum? Also, dieser Kerl ist mir echt ein Rätsel und er hat schon wieder tierisch sein Leben verloren hier. Das ist nicht zu fassen. Ach, übrigens, falls es jemandem aufgefallen sein sollte, meine Nase ist etwas verstopft. Dafür kann ich leider nichts gerade derzeit. Deswegen könnte es etwas nasal klingen, mein ganzes Let's Play, schon die ganze Zeit über. Warum rennt der Typ denn hier so voraus, Mensch? Mann. Aber ich wollte es mir einfach nicht nehmen lassen, mit dem Let's Play. Ach, jetzt können wir ja auch durchgehen. Mit dem Let's Play anzufangen, also ich habe das auch schon in der ersten Aufnahmesession gehabt. Denn, wie ich schon ganz am Anfang gesagt hatte, ich hatte einfach Bock. So, hallo. Freund, stirb. Haben wir hier was? Nein. Haben wir hier was? Nein. So, jetzt arbeiten wir uns mal hier nach und nach hoch. Schön, dass der uns den Rücken zuwendet. Das hilft uns sehr. Hallo, hallo, hallo. Geht's noch? Das sammeln wir noch mit ein. Haben wir hier noch einen? Keiner mehr. Okay. Oh Gott. Mit 71 Leben. Ich glaube, das wird unschön. Wo ist denn Lance schon wieder? Lance? Dieser Penner. Jetzt hat er sich schon wieder festgefressen in der Ecke hier. Typ, ich hasse dich. Ich schieß dich gleich über den Haufen, wenn du nicht gleich angetanzt kommst hier. Hallo? Also bitte, hä? Reiß dich mal am Riemen, Junge. Womit habe ich diese Plage verdient? Kommst du? Lance. Ach, fick dich doch. Mann. Also, mir fällt gerade nichts Besseres mit F ein. Ich habe natürlich nicht das böse F-Wort gesagt. Nein. Stirb, habe ich gesagt. Mensch. So. Haben wir die aus dem Verkehr gezogen und dann dürfte er nur noch... Der Typ und Diaz folgen. Diaz, ich komme. Hallo, mein Kleiner. Yeah. Was? Wo kommst du jetzt her? Lance, du bist so ein nichtsnutziges Arschloch. Nein! Lance! Das kann nicht dein Ernst sein!
Du dummer Arsch, hältst mich die ganze Zeit auf und dann erscheinst du kurz vor dem Ende aus dem Nichts wieder, um dann zu sterben? Ich hasse dich. Das kann doch nicht wahr sein. Mir ist gerade eingefallen, dass es hier vorne ja Leben gibt. Und dann machen wir das einfach mal so. Ja, damit. So. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und diesmal kann mich Lance sowas von am Arsch lecken. Ach, ich könnte zum Vieh werden. Das ist doch echt nicht wahr. Ich habe Diaz quasi schon erledigt gehabt. Das gibt's doch überhaupt nicht. So, neuer Versuch. Pizza Mortale. Das drücken wir mal weg. Ja, das kennen wir doch schon. Wir wissen doch, dass du da was hast. Ich will eigentlich gar nicht so genau wissen, was du also in deinem Kofferraum hast. So. So, schön. Haben wir das? Her mit der Money. Money, Money, Money. Die Knarre verzieht aber ganz schön, oder? Mensch, der war ja glatt weg mal nützlich. Der hat einen erschossen. Ist ja nicht zu fassen. Hey, Mensch, Lance, aus dir könnte ja vielleicht doch noch was werden. So ein Kleinkrimineller oder sowas. Dafür wärst du vielleicht noch zu gebrauchen. Aber ehrlich mal, dieser Typ ist doch echt ein nutzloses Stück Scheibenkleister. Was ist ein M? Hallo? Ah, jetzt, Diaz Haus. Ah, du bist nutzlos. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Dein großer Bruder bestimmt. Deswegen durftest du bloß die Helikopter fliegen, weil du nutzlos bist. Hättest du gern, wa? So. Na dann. Auf ein neues. Ach, diesmal kommt er sogar mit. Schön. Beautiful high ceilings in here. Ja. Genau. Du wolltest mal Innenarchitekt werden, oder? Die stecken aber ganz schön was weg, also. Respekt. So, das haben wir jetzt. Und Lance ist noch voll. Na, diesmal muss es ja was werden. Diaz! I come to take over your business! Tommy, you betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real soon! Die, you stupid motherfucker! Yeah, that's it. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made! Say goodnight, Mr. Diaz! Ooh, nett. Alles war schön dargestellt. Objekterwurm, wie geil! Dieses Prachtstück einer Villa gehört nun uns und $50.000 noch dazu. Na, wenn das mal nix ist, Leute, schaut mal auf unseren Kontostand, das ist doch dicke. 102.000. So, und mit dieser Neuerwerbung würde ich sagen, beenden wir diese Aufnahmesession. Ja, und als neuer Drogenbaron von... Oh, das Gespräch nehmen wir noch an, würde ich sagen. Hallo? Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at recording studios with some major artists. Why don't you pay us a visit? You know it makes sense, don't you? See you later.
Ach stimmt, Ken Paul sitzt ja nicht immer bloß nutzlos in seinem Malibu-Club rum. Der ist ja eigentlich irgendwie Aufnahmetechniker oder sowas. Eine wahnsinnige Band. Wer könnte das wohl sein, nachdem wir den Sänger von Love Fist auf dem Boot kennengelernt haben? Und nachdem wir Love Fist schon bei V-Rock gehört haben? Noch ein Anruf, Mensch. Wir sind ja auf einmal beliebt ohne Ende. Hallo? Sonny, remember me? Nö. Sonny. That's right, Sonny. We're all friends. You never write me, you never... Ach, der nächste Jammerlappen. I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons, busy taking over. Don't forget about us, Tommy, because I can assure you, I ain't forgotten about you. So, also ich nehme an, die 50.000 Dollar werden das Drogengeld gewesen sein, oder? Also, wenn ich mir den Safe dazu angucke, dann, ja, könnte das schon hinkommen. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, Tommy bescheißt ab diesem Moment eigentlich Sunny, weil er gemerkt hat, dass er selbst nur beschissen wird oder dass er nur benutzt wird und fängt nun an, auf eigenen Beinen zu stehen. Er könnte ihm ja einfach jetzt die Kohle rüberschieben, nicht wahr? Aber nix da. Jo. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, als frisch gebackener Koks-Baron von Vice City werden wir das Let's Play an dieser Stelle beenden und mit der netten Aussicht aus dem Fenster unseres tollen Büros und dem sich anschließenden Speicherbildschirm möchte ich mich verabschieden und wir sehen uns, huch, nicht auf einem neuen, ach, und wir sehen uns entweder in einer neuen Aufnahmesession oder jetzt sofort direkt wieder. Ja. Also, bis gleich oder bald. Tschüss. So, Freunde, da sind wir wieder. Und machen direkt weiter hier mit den Aufträgen jetzt als Drogenbaron. Und wir müssen natürlich unser Imperium festigen. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Aufträge hier für Tommy selbst machen. Mal schauen, was da so rumkommt. Und jetzt gehört diese wunderschöne Villa uns. Ich bin total begeistert. Ab geht's. Fette Beute. Oh, we gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the... You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. Let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Okay. Begib dich zum Nochpoint-Einkaufszentrum in Vice Point. Ach, das hatten wir ja schon mal gesehen. Halt! Aussteigen. Dann müssen wir nicht mit der Karre von Lenz fahren. Yeah! Get the groove, yeah! Und zack, über die Brücke, kommt. Naja, gut, aber es sah immerhin halbwegs ordentlich aus. Die Karre hat auch eine gute Straßenlage und man kann schön steuern damit. Jawohl. Also, ich denke, wir liegen ganz gut in der Zeit. Ich weiß nicht, was wir da machen müssen, aber jetzt ist erst eine Minute rum und soweit ist das Einkaufszentrum jetzt eigentlich gar nicht mehr entfernt. Also, mal schauen. Ja, also tut mir leid, wenn ich diesmal ein bisschen ruhiger bin, aber ich bin ein bisschen verpeilt, weil ich, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, ja, meine Nase ist ja ein bisschen zu. Und zwar habe ich eine Nasennebenhöhlenentzündung und die Antibiotika setzen mir etwas zu. Deswegen bin ich etwas verpeilt. So verpeilt, dass ich gerade sogar zu spielen angefangen habe, ohne Fraps anzumachen dabei. Okay, und wir müssen jetzt also einfach hier... Oh, dafür gibt's Sterne, das ist ja gemein. Wir müssen jetzt einfach hier die Fenster kaputt machen, wie es aussieht. Ich denke, das kriegen wir hin. Hallo? Na bitte. Ab nach oben. Wat?